Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf das Video heute freue ich mich mega dolle. Ihr wisst ja, dass ich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Online-Shops getestet habe. Egal ob deutsche oder eher aus dem China-Bereich oder sonstiges. Ich habe einfach alles durchgehend mal getestet und geschaut, ist dieser Shop eigentlich für uns Plus-Size-Frauen irgendwas? Vor ein paar Wochen kam dann der Shop Wonder Curves auf mich zu. Ich habe mich direkt mal bei denen auf der Seite umgeschaut und ich habe mich sofort in die Seite, in die Sachen und einfach in das Konzept dieser Seite verliebt. Und deswegen entsteht das Video heute auch in Zusammenarbeit mit Wonder Curves. Und zwar durfte ich mir ein paar Sachen aussuchen bei ihnen auf der Seite. Ich bin einfach mal ein bisschen rumgescrollt und habe einiges Schönes gefunden. Ich habe mich jetzt, glaube ich, für 5 Teile oder so entschieden. Ich dachte mir, ich zeige euch die Sachen jetzt mal im Video. Und selbst wenn es eine Kooperation ist, ich bin keinen Deal eingegangen, dass ich irgendwas sagen muss, was sie mir vorschreiben oder so, sondern das sind alles meine eigenen Meinungen. Wenn mir irgendwas nicht gefällt oder nicht passt oder was auch immer, dann wisst ihr, dass ich das offen und ehrlich sage. Denn wenn mir irgendwie der Mund verboten werden würde oder so, würde ich sowas ja gar nicht erst machen, weil das ergibt für mich halt auch keinen Sinn. Schaut auch übrigens sehr, sehr gerne mal unten in die Infobox. Da werde ich euch mal einen Artikel verlinken, denn ich habe ein kleines Interview mit Wonder Curves gehabt. Das findet ihr dort auch auf der Website. Wie gesagt, verlinke ich euch unten. Plus, ich habe noch einen Rabattcode für euch bekommen. Werde ich euch mal hier einblenden und auch unten in die Infobox. Der Code ist jetzt 1 Jahr lang gültig. Heißt, wenn ihr irgendwas auf der Seite oder so shoppen wollt, könnt ihr jetzt 1 Jahr lang mit meinem Code sparen. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle hier. Und ich würde sagen, ich erzähle euch erstmal gerade ganz kurz ein kleines bisschen was über den Shop. Worum geht es da überhaupt? Wie das Wort schon sagt, Wonder Curves. Curvy. Auf der Seite gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Kleidungsstücke in Plus Size, aber auch Curvy Größen, was natürlich mega ist, denn man muss ganz ehrlich sein, in dem Bereich findet man halt einfach teilweise sehr, sehr wenig Shops, aber was auf der Seite halt einfach cool ist, ist, da sind Kleidungsstücke von verschiedenen Firmen drauf vertreten. Also zum Beispiel von Shigo oder von Nike oder von Pipapo. Also wirklich von verschiedenen Websites, aber halt alles auf dieser eigenen Website, dann wird es halt vermarktet quasi. Und ich finde die Idee dahinter wirklich richtig cool, wenn man einfach eine richtig große Auswahl hat an irgendwelchen Sachen, sei es Sportmode, Kleider, Schuhe und Accessoires, Cardigans. Also wie gesagt, es ist wirklich eine Menge dabei. Deswegen brauchte ich auch eine Zeit, bis ich mich für irgendwas entscheiden konnte. Wie gesagt, ich habe mir jetzt, ich glaube, ungefähr 5 Sachen ausgesucht, werde euch wie immer alles unten in die Infobox verlinken. Also wenn ihr irgendwie Interesse an den Sachen habt oder so, schaut dort sehr, sehr gerne mal vorbei, dann könnt ihr die natürlich nachshoppen. Also die Größenauswahl ist schon sehr breit gefächert. Ich glaube auf jeden Fall, dass da jeder irgendwie was in seiner Größe finden wird. Und ich würde sagen, ohne jetzt weiter rumzulabern, fangen wir sofort an mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal sofort an. Wie ihr seht, hier hinter mir liegen jetzt ein paar Sachen. Ich habe mir auch noch 2 Paar Schuhe rausgeholt, einfach, dass ich euch die Klamotten ein bisschen besser zeigen kann, weil ich finde, mit Schuhen sieht das alles ja immer noch mal ein bisschen anders aus als ohne Schuhe. Ich habe mich für eine Jeans entschieden, für 2 Oberteile und für 2 Cardigans. Das Ding ist, ich habe mittlerweile so viele Kleider und deswegen habe ich mir jetzt keine Kleider ausgesucht. Aber ich habe einfach noch ein paar neue Oberteile gebraucht. Wie ihr wisst, habe ich ein bisschen Topmangel. Vor allem jetzt für den Sommer, das ist ein bisschen mies. Deswegen durfte da halt ein kleines bisschen was mit. Ich würde einfach sagen, wir ziehen mal die Jeanshose an und dann kombinieren wir dazu einfach jedes Oberteil und jeden Cardigan. Ich glaube, das wäre so das Sinnvollste. Genau. Also, wir haben hier einmal eine Jeanshose. Hat einen Stretchbund. Geil. Liebe ich. Ja, die Farbe an sich gefällt mir halt auch richtig gut, ist halt eine helle Hose und dann hat die vorne halt noch so eine weiße Waschung drauf. Ich mag sehr gerne helle Hosen. Die hat hier unten so ein bisschen ausgefranste irgendwas an den Knöcheln. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir die einfach mal ausgesucht. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie zu groß ist. Wir werden die aber, wenn sie zu groß ist, einfach, also wenn sie zu lang ist, einfach unten ein bisschen hochkrempeln. Ich glaube, dann dürfte das irgendwie auch sitzen. Und wir fangen einfach direkt mal mit dem ersten T-Shirt an. Und zwar habe ich mir da dieses T-Shirt hier ausgesucht. Ich fand das eigentlich sehr, sehr schön und schlicht vor allem. Ihr wisst, ich habe sehr, sehr wenig Basic-Sachen. Ist jetzt einfach, wie gesagt, ein schwarzes T-Shirt mit einem Aufdruck drauf. Das sind jetzt diese Palmenblätter. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe das T-Shirt jetzt in einer 54-56 und die Hose war, glaube ich, eine 56. Ja, werde ich jetzt einfach mal beides anziehen und danach suchen wir uns einfach noch irgendeinen Cardigan aus
und kombinieren den einfach mal dazu. Okay, hier haben wir jetzt das erste Outfit. Wie mir schon klar war, ist mir die Hose ein bisschen zu lang. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich zu klein bin. Ich bin 1,61, deswegen passen mir einfach sehr, sehr viele Hosen nicht. Aber an sich finde ich die echt richtig bequem. Die ist auch nicht zu eng oder so. Kleiner Check mal hier an der Hose. Also wie gesagt, die ist auf jeden Fall nicht zu eng. Hab hier auch noch Platz. Hinten, muss ich ganz ehrlich sein, könnte die für meinen Geschmack einen Ticken höher sitzen. Aber geht vollkommen klar. Mir gefällt die Farbe von der Hose halt wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das auch zu den schwarzen Schuhen sehr, sehr gut aussieht. Und jetzt auch so für den Frühling oder so, wenn man die hochkrempelt, finde ich einfach richtig schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, und dann komme ich hier noch zum T-Shirt. Also wie ihr seht, das ist auf jeden Fall nicht zu eng. Das sitzt sehr, sehr locker. Gut, ist jetzt auch eine 54, 56. Heißt, die 54 ist halt ein bisschen größer, weil es halt auch noch für eine 56 ist. Ne? Ist auf jeden Fall sehr bequem. Der Stoff ist super angenehm. Und mir gefällt das Muster halt. Es ist halt ein sehr, sehr schlichtes Basic-Outfit irgendwie. Aber trotzdem mag ich sowas halt mega gerne. Und dann haben wir hier jetzt noch einen Cardigan. Und zwar ist das ein schwarz-weißer. Ich habe den jetzt die Tage einfach schon so oft angehabt, weil ich den mega gerne mag. Ich finde erstens dieses Muster halt super schön. Es ist nicht so weiß-weiß, sondern das ist, glaube ich, eher so ein Beige oder so. Aber gefällt mir trotzdem richtig gut. Das Schwarz glitzert übrigens ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also es ist nicht extrem, sondern das ist so ein Glitzer, was man halt nicht krass sieht, aber wenn man es sieht, ist es halt ein schöner Akzent, so wisst ihr? Und die dachte ich, kann man eigentlich vielleicht gut dazu kombinieren. Ich ziehe die Ärmel immer gerne ein bisschen hoch, ich mag das nämlich nicht, wenn die so lang sind. Und dann hat man theoretisch ein Outfit. Ach, ich mag es irgendwie. Oder? Sieht doch schön aus, ne? Ich glaube, der Cardigan ist eine Größe 52. Ich nehme Cardigans immer eine Größe kleiner. Die fallen einfach riesengroß aus. Das ist ja immer so. Deswegen bin ich damit eigentlich sehr, sehr happy in der 52. Zu dem Outfit passt es halt einfach mega gut. Gefällt mir richtig gut. Ihr könnt mir ja gerne mal für das und für das Outfit gleich Noten unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal mega interessieren. Also ich glaube, was ich jetzt so im Kameradisplay sehe, ich habe ja leider gerade keinen Spiegel hier, würde das Outfit von mir eine 1 kriegen. Vor allem fühle ich mich halt auch richtig wohl. Und ich glaube, das ist ja eigentlich die Hauptsache, dass man sich in den Sachen auch wohlfühlt, ne? Okay, machen wir mal weiter. Und zwar mit dem zweiten Oberteil. Ich habe ja in meinem H&M-Haul so ein ähnliches blaues Top gezeigt. Ich finde die Farbe einfach so... Oh, ich habe mir noch einen Zettel genommen. Ich finde die Farbe einfach so unfassbar schön, dass ich mir nochmal so ein blaues Oberteil bestellen wollte. Es hat hier vorne wieder so Rüschen, genau. Und hinten auch. Aber da sind halt auch noch Knöpfe. Und ich finde, für den Sommer ist sowas halt einfach richtig, richtig schön. Oder wenn es dann halt ein bisschen kühler ist, kann man da halt einfach noch eine Jacke drauf anziehen. Ich würde aber sagen, wir ziehen erstmal nur das Top an. Okay, hier haben wir jetzt das blaue Top und die weißen Schuhe. Ich persönlich finde allein schon, dass zu dem Oberteil die weißen Schuhe auch sehr, sehr gut aussehen. Ich denke aber auch, dass Schwarz dazu gut aussehen würde. An sich ist das Top mega schön. Man sieht wahrscheinlich nur, dass es hier ein bisschen eng ist. Also ich glaube, ich würde es jetzt immer noch mal größer bestellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich für eine Größe habe. Bis hierhin passt es. So ab hier wird es ein bisschen... Okay. Back. Gut, hinten wird man dann halt den BH gut sehen, ne? Ich meine, wenn ich jetzt noch abnehme, dann passt es. Aber wenn ihr es jetzt normal bestellt, dann würde ich, glaube ich, schon eine Nummer größer bestellen. Könnte eventuell sonst knapp werden. So, und dann habe ich mich mal für was komplett anderes entschieden. Und zwar für einen weißen Cardigan. Weiße Klamotten sind ja immer so... ob das jetzt so schlau ist? Weil weiß wird halt super schnell dreckig, sind wir mal ganz ehrlich. Ich fand den einfach so unfassbar schön, dass ich gesagt habe, mir egal, ich hole den, ich finde den echt geil. Deswegen kombiniere ich den jetzt einfach mal hierzu. Das Coole ist halt, der ist halt nicht lang, also nicht wie der schwarze, sondern der ist eigentlich ja, genauso lang wie eine Jacke. Ich liebe den. Ich hatte beide jetzt schon an. Den Cardigan hier hatte ich gestern an. Ich weiß nicht, die sind halt einfach saumäßig bequem. Also ich glaube, bei Cardigans kann man eigentlich echt so gut wie nichts falsch machen. Ich glaube, dass das zusammen eigentlich auch ganz süß aussieht, oder? Ich finde es echt schön. Ich mag die Sachen sehr, sehr gerne. Also denkt auf jeden Fall dran, mir unten in die Kommentare für das Outfit hier auch noch eine Note reinzuschreiben.
Und da sind wir auch schon wieder fertig. Also wie gesagt, es waren nicht allzu viele Sachen, aber dafür fand ich sie halt wirklich richtig, richtig schön. Denkt auf jeden Fall dran, unten in der Infobox, wie gesagt, für alle einzelnen Teile nochmal vorbeizuschauen. Denkt auch auf jeden Fall daran, euch das Interview noch durchzulesen. Falls ihr Interesse daran habt, würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Und ich werde euch hier auch nochmal den Rabattcode einblenden, genauso wie alles Mögliche, wie gesagt, in die Infobox packen. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und sonst, ja, würde ich mich einfach wie immer sehr über euer Feedback unten in den Kommentaren freuen und auch über ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und das nächste Video wird ein sehr, sehr interessantes Video werden. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.